Bevor ich zur Basis fliege, werde ich aber noch eben die letzte Nebenmission bei Rodia 2 machen. Verpasst nicht, wie ich übrigens morgen sterbe und am Montag auferstehe. Hey, was machst du? Was ist? Oh. Jetzt bin ich doch schon zur Station geflogen. Warte, ich bin schon auf dem Weg. Muss ja nur im Spiel sterben und dann mache ich Respawn. So, starten muss hier. Fesselt Feinde in der Umgebung für 4 Sekunden. Doppelte Geschwindigkeitsschub, halbe Dauer. Dicht an Feinden vorbeizufliegen verursacht bis zu 170 Schaden. Und stößt sie weg. Betäubungsweile. Euer Labor hat wirklich alles. Ihr habt also meinen Transporter entführt und mich hergebracht. So viel ist klar. Aber ihr habt mich nicht bewacht, also seid ihr nicht die Hellsten. Ihm geht's gut. Er wird nur etwas Kopfschmerzen haben, wenn er aufwacht. Als erstes werde ich dir ein lokales Entspannungsmittel geben, damit du deinen Kiefer bewegen kannst. Und dann will ich, dass du redest. Wenn ich keine zufriedenstellenden Antworten bekomme, werde ich dich mit dieser Spritze in den ewigen Schlaf befördern. Blinzle, wenn du mich verstehst. Okay, wo zur Hölle bin ich? Cito-System, DMZ. Verdammt, also haben diese Bastarde mich tatsächlich in die DMZ geschickt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ihr seid also Outlaws? Nicht ganz. Freiberufler. Wie viele seid ihr? Nur wir drei. Ja, ich habe den armen Kerl im Nebenzimmer gesehen. Überfallt ihr öfter medizinische Konvois? War das erste Mal. Was zur Hölle? Willkommen zurück. Wirst du Ärger machen? Dein Freund hier hat mir schon ein paar Dinge verraten. Ihr solltet doch wissen, dass man eine Lady niemals gegen ihren Willen entführen darf. Das war nicht geplant. Wir waren nur hinter den Medikamenten her. Ich bin nicht sicher, ob Medikamente allein eurem Freund in der Kryokapsel helfen kann. Er hat Verbrennungen 3. und 4. Grades und muss operiert werden. Das wolltet ihr doch nicht selbst erledigen, oder? Wir haben nur getan, was wir für richtig hielten. Zuallererst bin ich Ärztin. Ich biete euch also an, eurem Freund zu helfen. Wenn ihr mich danach aus der DMZ rausbringt. Ich kann hier nicht bleiben. Hör zu, wir bringen dich zurück. Nein, danke. GNB steht jetzt auf meiner schwarzen Liste. Ich hätte das Kleingedruckte im Vertrag lesen sollen. Ich wusste nicht, dass ich in der DMZ enden würde. Okay. Wir werden uns sicher einig. Ohne Kleingedrucktes. Gut, dann sorgt dafür, dass ihr beide wieder auf die Beine kommt, während ich mich an die Arbeit mache. Aber keine Tricks, okay? Zugegeben, mir gefällt ihr Stil. Juhu, wir sind ein Team. Ich bin übrigens Delia, Dr. Delia Wendo. Nenn mich Dex, und das ist Adam. Wer von euch hat mich in dieses Schlamassel gebracht? Das war ich.
Dann sitzt du auf dem Pilotensitz, wenn ich zurückfliege. Mach dir keine Sorgen. Du und ich haben das gleiche Ziel. Aber zuerst müssen wir ein militärisches Interface finden, um durch das Sprungtor zu kommen. Habt ihr einen Plan dafür? Vielleicht haben wir den. Adam, hast du jemals von der Sito-Geisterflotte gehört? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Friedhof alter Kriegswracks, der von diesen Bloodstar-Idioten versteckt wurde. Eine Fundgrube für verschrottete Militärtechnik. Gepanzerte Ummantelungen, Kreuzerantriebe. Und Hive-Einheiten? Ganz genau. Leider ist sie durch Störtechnik versteckt, sodass niemand sie je gefunden hat. Also mehr Beanbags? Nein, das ist nicht der Stil der Outlaws. Sie sind eher wie befestigte Stützpunkte. Das macht es einfacher, sie zu finden, aber viel schwieriger, sie auszuschalten. Wo soll ich anfangen zu suchen? In den Deep Fields. Ich habe bereits einige Koordinaten auf deiner Karte hochgeladen. Wenn alle drei Basen zerstört sind, feiert die Geisterflotte ihren großen Auftritt und überreicht uns unser Ticket raus aus Sito. Gut, dass ihr wisst, was ihr tut. Ich sammle Daten über meine Patienten, während ihr Freiberufler Basen überfallt. Wir sind wirklich keine Outlaws. Und es ist mir wirklich egal. Schon okay. Solange ihr euren Teil der Abmachung einhaltet. Wir sind total rechtschaffene Leute. So, abgeschossene Schiffe lassen manchmal Energiekugeln fallen. Nanotechnik. Verdoppelt die Reparaturgeschwindigkeit von Nanobots. Kostet ja auch nur 13.000 Credits. Schnapper. Was brauche ich für das Upgrade, für die Reparaturen? Isolationsgehäuse, 4 Stück. Da steht sogar da rechts noch. Outdoor-Drohnen mit Raketen zerstören. Fesseldrohnen zerstören. Seto-Erkundung. Lokale Herausforderungen abschießen. Besuche alle Regionen des Seto-Systems. Reagiere erfolgreich auf 3 Notsignale. Einen Energiekern herstellen. Weil die Herausforderung abgeschlossen ist. Schalte alle gewöhnlichen Modulbaupläne frei. Ich will es nur so nebenbei mitnehmen. Kein Stress an der Stelle. Die Marker zeigen alle Basen, die ich in den Deep Fields entdeckt habe. Ein paar könnten Blindgänger sein. Aber ich bin mir sicher, mindestens einer davon ist ein Beanbag, der die Geisterflotte versteckt. Wenn du sie gefunden und beseitigt hast, kann ich die anderen mit einem kleinen Trick aufspüren. Okay, Zeit, diese Minen aus dem Weg zu räumen.
Müssen wir noch eben die kleine Nebenmission hier machen. Das hätten wir. Ich glaube aber, da draußen sind noch mehr. Danke, Low, fürs Folgen. Sehen? Nein. Ja, ich glaube, ich reagiere lieber auf Notsignale, anstatt hier die generiert. Obwohl, diese generierten Missionen bringen ja auch Kohle. Ach, da unten. Moment, die generierten Missionen bringen zwar Kohle, aber alles erledigt. Dafür kriegst du halt nicht das Ansehen. Und Ansehen ist ja wichtig, um diese anderen Bonussachen freizuschalten. Aber mal gucken. Ich glaube, dass ich einfach verstärkt die Story verfolge. Zurzeit ist ja noch alles interessant. So gemacht, weil ich habe da noch in den Herausforderungen zerstöre 10 Outlaw-Drohnen mit Raketen. Wo ich gerade hier so bei schwachen Outlaws bin. Das ja eben erledigen. Ja, Teil 1 ist ein Roguelike von Everspace. Deshalb kann man einfach Everspace 2 spielen, ohne sich mit 1 auseinanderzusetzen. Guten Abend, German Wall. Und sind hier doch, also trotzdem, dennoch überall Kisten versteckt, obwohl das eine generierte Mission ist. Habe ich eigentlich nicht mit gerechnet. Guten Abend, Wolfgar, grüß dich. Ach, die sind jetzt weggesprungen. Na gut. Dann wollen wir mal zur ersten Station hüpfen. Gute Nacht, Kajuschka. Ich glaube, damals im Early Access habe ich das nicht sofort geschafft, weil das, ich glaube, die waren ganz gut verteidigt.
hatte uns in der Hand und hat's nicht ausgenutzt. Solange wir sie nicht provozieren, würde ich sagen, sind wir sicher. Dazu gehört auch, ihr nicht zu verraten, dass du ein Klon bist. Ich weiß mittlerweile, dass du ein ganz normaler Kerl bist, aber in den Kolonien gibt es viele Vorurteile gegen Kloner. Da musst du mich nicht dran erinnern. Nicht mal Ben weiß es. Belass es besser dabei. Zwillinge müssen es in der Zukunft schwer haben. Der geht mit seinem Klon spazieren. Ich bin sein Zwilling, verdammte Hacke. Wonach genau ich Ausschau halten soll? Wenn es ein Beanie ist, sollte eine kuppelartige Struktur an ihm befestigt sein. Aber selbst dann solltest du das ganze Ding in die Luft jagen, um sicher zu sein. Es ist zwar eine Outlaw-Basis, aber ich sehe keine Kuppel. Muss einer der Blindgänger sein. Nämlich jetzt hier schon Rang 7, Leute. Zerstöre eine Outlaw-Basis an einem unbekannten Signal, ohne Hüllenschaden zu erleiden. Töte einen Outlaw-Minenwerfer mit seiner eigenen Mine. Zerstöre eine Outlaw-Raketenabwehrdrohne mit seiner Rakete. Zerstöre alle Panzerplatten eines Bloodstar-Aufsehers. Zerstöre einen Outlaw-Drohnenträger, ohne eine seiner Drohnen zu zerstören. Einfach Rang 9 der Typ. Wo ich Rang 6 bin. Eine Mainframe-Komponente. Die habe ich gebraucht. Gemacht. War es das jetzt schon hier oder muss ich noch was machen? Ja, scheint es für das Gebiet schon gewesen zu sein. Okay, da ist noch eine Truhe, Container.
Irgendwie habe ich Hunger. Kommt vielleicht noch ein Notsignal. Ich habe ja gesehen, dass ich das für die Herausforderung machen muss. Da, da, Notsignal. Lass dich ablenken. Ah ne, ich habe aus Versehen G gedrückt. Wow, danke! Das hätte ich von einem Fremden nicht erwartet. Ja, vielleicht kannst du ja beim nächsten Mal jemand anderem helfen. Nö. Aber danke. Genau so geht es im Weltraum zu. Keine Pannenhilfe. Guten Abend, F-Dax. Suchen wir nach etwas, das wie eine Basis aussieht. Zum Beispiel das da? Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Basis hier sieht vielversprechend aus. Nimm das, Basis. Es gibt noch Treibstofftanks zu zerstören. Da. Öffne Kern zur Evakuierung. Eine Basis weniger. Hoffentlich war es die richtige. Das werden wir gleich wissen. Oh, das ist irgendwo ein Minenwerfer. Volltreffer. Ich habe Ihr Ablenkungssignal erfasst. Jetzt kann ich die Quelle zu den beiden anderen Orten triangulieren. Einer ist hier. Und oder ein Bombenwerfer, wie sie das nennt. Verdammt, das ist nicht gut. Findest du ihn nicht oder zu gefährlich? Sagen wir einfach, es erfordert eine bessere Planung. Ich kümmere mich erstmal um den nächsten und treffe dich dann im Hangar. Dann können wir dort weitersehen. Okay, wir sehen uns in der Basis. Da ist noch ein Minenfeld und da ist ein bisschen Schrott. Ich mag euch auch Minen.
So, da waren noch ein paar Credits. Zur letzten Outlaw-Station. Immer wieder, glaube ich, in der falschen Reihenfolge gemacht. Weil jetzt waren hier Level 7, vorhin war Level 9 der Elite. Und jetzt sind das wieder bestimmt noch schwächere Gegner. Sauerstoff. Bin zu nah rangeflogen. Guten Abend, Kong. Kwong. Stimmt gerade alles aus dem Kernbeschuss unten. Einer weniger. Zwei erledigt, einer fehlt noch. Zeit zur Basis zurückzukehren. Wie einer fehlt noch. Wir haben doch alle geholt jetzt. Danke, Phononet, für deinen Stufe 1 Sub. Ach so. Die halten nur eine gewisse Zeit. Zweites Schild ausschalten. Rüber.
Ah, er ging auf, alles klar. Ein paar Komponenten von der Zerstörung draußen. Mich stärker spiel. Ach so. Hier wird noch einiges versteckt sein. Irgendwie strahlt dieses Spiel eine gewisse Ruhe auf mich aus. Ja, eine Schiffsfarbe! Kastanie, ein Braunton! Letzter Raubzug-Set. Okay, es gibt auch Sets. Das wäre ein Teil des Bloodstar-Sets. Das wären zwei Teile. Alle Autos haben jetzt eine 15%ige Wahrscheinlichkeit, Bloodstar-Ausrüstung zu hinterlassen. Das können wir kombinieren. Können wir auch zerlegen. Ich liebe Sets. Ich finde Sets auch immer eine gute Sache in Spielen. So, Bauplan für Schilde freigeschaltet. Die effiziente Gatling kann ich auch zerlegen. Das auch. Die Raketen brauchen wir auch nicht mehr.
Plus 25% für alle Bergbaumodifikatoren. Achso, die Stufe des Gegenstands kann nur einmal erhöht werden. Diese Asteroide sind ganz schön erbrocken. Aber es lohnt sich, hier ist auch wieder Modul. Artium-Kristalle, die ich brauche. Das ist nochmal eine Schiffsfarbe. Oh, Limette. Ich kann die einfach alle kombinieren und schwarz erhalten. Jetzt kralle ich mir noch den Elite. Wobei, was haben wir denn hier oben noch? Sie haben mich gesehen. Er gehört mir. Eine Signalboje für den fliegenden Holländer. Leider, dass ich den Kampf reingeholt habe, fliegender Holländer. Aber so ist das halt manchmal. Guten Abend, Edstorf. War's das ja? Aber schön, dass sie ein Serviceprogramm haben. Das Springen zu anderen Orten muss ja super billig sein in der Zukunft. Nee, nicht zerstören. Gatling kannst du zerlegen. Das kannst du zerlegen. ...24.000. Energieinjektoren habe ich 4 Stück, die benutze ich eh nicht. Achso, weil ich habe nur eine Mainframe-Erweiterung. So, die 2 habe ich.
Was bietest du noch an? Du hast noch 22 Kristalle, aber ich habe keine Lust, das Geld auszugeben. Dann warte ich lieber. Finde ich toll, ich habe lauter Handelswaren dabei, die eines Tages was wert sein könnten. Sagen, das ist schon ein großer Unterschied. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich die Anpassung gefunden habe von dem Schiffsmodul, aber warum nicht? Also, was soll ich dazu jetzt sagen? Moment mal, wir können da den Ceto-Orbit. Also, was ist das für eine vorsintflutige Zukunft? Können die keine neuen Arme und Beine wachsen lassen? Sie nicht durchkommen lassen. Sie wollen es nicht anders. Meine Güte, ja, schickt doch noch mehr Gegner auf einmal. Thank you.
Immer schön EMP reinknallen. Das wäre erledigt. Da ist noch ein Blueprint. Ah, Credits. Sehr gut. Haben wir denselben schon mal. Die können doch klonen. Richtig. Da sollten doch Arme auch möglich sein. Deshalb Amputation. Die fremde Hand. Koloniale Forschungsstation. Wir liegen ein bisschen nah an der Sonne, aber die Aussicht ist fantastisch. Ja, das ist wirklich hübsch. Vor allem, wie das in meinem verchromten Raumschiff reflektiert. So, wer hält mich fest? Du? Weg damit. Ich finde es super. Aber nur weil die Explosionen so schön sind. Die sieht man einfach gerne. Tut mir leid, da ich euch alle konfrontiert habe mit dieser hellen Sonne. Ich weiß, ihr kennt keine Helligkeit. Aber manchmal ist so ein bisschen Licht ganz gut für euch. Also schon vom Spiel Fastest Frontier gehört. Ja. Habe ich gehört. Natürlich. Wie ist es bis jetzt? Super. Ich spiele seit 5,5 Stunden einfach nur, um mich selbst zu quälen. Weil ich stehe drauf. Schlag mich. Tret mir in die Eier. Moment, das muss ich zurücknehmen, weil sonst kommt die wirklich immer auf der Gamescom und tritt mir einfach in die Eier von hinten. Und dann sagen die, hast du auch im Stream damals gesagt. Überraschungsmoment. So bekloppte soll es geben. Sobald ich weiß, wofür ich den brauche, hole ich ihn auch gerne nochmal.
Würdest du das mal spielen wollen? Die Sache ist, ich habe damals einen Key angefragt, hatte aber gar keinen bekommen damals. Glaube ich. Und deshalb ist das dann erstmal bei mir wieder von der Liste runter. Das sind halt immer diese Sachen. Also Zeit ist ja auch bei mir nicht unendlich. Ich weiß, dass das viele gespielt haben, das gut fanden. Deshalb warte ich dann wahrscheinlich eher, wenn ein größerer Content-Update ist. Weil ich glaube, es ist wohl immer noch ein bisschen nicht limitiert. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt im Moment bei dem Spiel war ja der Umfang. Okay, da muss der hin. Da ist der Energiesphärensockel. Aber diesen Monat ist schon ziemlich voll. Vor allem, weil ich viele Spiele wirklich auch komplett spielen will. Und da haben wir Dead Island 2. Miasma kommt nächsten Monat. Da gibt's eine. Werde ich wahrscheinlich ein Preview von, aber vorher präsentieren dürfen. Jedi Fallen Order Nachfolger. Der mich halt sehr interessiert, weil ich den ersten Teil sehr gut fand. Ich glaube, dass der nächste Teil auch sehr gut wird. Und noch irgendein Titel bei diesem Monat. Und das ist dann schon sehr, sehr viel Zeit. Ja, Dead Island 2. Das ist schon fest in der Liste, weil ich ja im Content Creator Zirkel bin von den Entwicklern. Ich müsste jetzt wirklich nachgucken, wann was kommt. Ich glaube, Dead Island 2 kommt in 14 Tagen oder ein bisschen weniger. Am 28. April kommt das neue Star Wars Spiel. Hallo, jemand zu Hause? Hä? Wer sind Sie? Richtig, ich jede bin Survivor. Auf der Durchreise. Ich hatte die Hoffnung, ein paar kleine Reparaturen und einige Vorräte zu bekommen. Sie kommen nicht zufällig aus dem Union-System, oder? Nein, ich bin von hier. Aber Sie kennen jemanden aus Union, oder? Sie sind ein Freelancer, Sie haben ein Netzwerk. Ganz ruhig. Wo liegt das Problem? Ich wollte unsere Schwesterstation in der Transitschneise kontaktieren. Irgendwas stimmt nicht. Ich erreiche sie nicht. Ich bin in die Richtung unterwegs. Soll ich mal nachsehen? Ja, auf jeden Fall. Sie haben sehr wichtige Forschungen betrieben. Lebenswichtig in so vielerlei Hinsicht, dass Sie es nicht verstehen würden. Hier sind die Koordinaten. Melden Sie sich, wenn Sie dort sind. Klar, aber erst muss ich mich um mein Schiff kümmern. Natürlich. Aber auch echt schön, dass du überall Leute mal treffen kannst, was ja gar nicht hier Main Story ist, sondern wo auch dann vertont ist, ne? Es gibt so viele Spiele, wo Nebenquests nicht vertont werden. Ist eigentlich normal, dass im Game Pass die Game Preview zu finden ist? Ja, das ist zurzeit normal. Es gibt ein Problem. Also ich höre mich hier an schon wie eine Platte, weil viele Leute kommen und sagen, übrigens, man kann es im Game Pass noch gar nicht Vollversion spielen. Vollkommen korrekt. Es gab einen Fehler wohl und der wird aber behoben. Die Entwickler sind dran. Das ist auch die Info, die sie rausgegeben haben. Also über Twitter zum Beispiel haben sie es auch geschrieben.
Deshalb muss ich leider ein bisschen gedulden dabei. Ich freue mich schon drauf, auch wenn ich am liebsten Aufbau- und Strategiespiele von dir gucke. Würde mich gerne entschuldigen dafür, dass ich viel querbeet spiele, aber so bin ich leider einfach. Ich kann nicht die ganze Zeit Strategie spielen. Das ist für mich... Ich weiß, dass viele Leute lieber Strategie und sowas bei mir sehen, weil ich eine gewisse Affinität dafür habe. Aber interessiere mich halt für viele unterschiedliche Genre. Ach, nach all den Jahren kann ich Genre endlich richtig sagen. Und sag nicht Genre. Autoraketenabwehrdrohne mit einer Rakete. Achso, die meinen diese kleine Drohne, die dabei ist und Raketen abschießt, auf die man auf die feuert. Das ist halt Souls-like Space Games, Strategie, Automatik, Dinger. Also Spiele sehr gerne, viel Indie-Kram. Und halt Strategie, Aufbau, Simulation geht ja auch einiges. An sich spiele ich viel zu viel. Und irgendwann nochmal Anno 1800 mit allen DLCs durchspielen. Ich habe ja von Ubisoft damals eigentlich einen Presse-Preview-Key bekommen für Anno 1800 am Anfang und da ist alles drin. Und ich habe einfach die Kampagne einmal durchgespielt und dann... Man wollte es letztens im Multiplayer spielen. Ich finde die Forschungsstation in der Transitschneise. Das ist aber eine Level 10 Mission. Also kümmern wir uns da später drum. Ja, Anno 1800 ist inzwischen ein ganz schöner Brocken geworden. Aber die haben jetzt Mod-Tools integriert. Also offiziell im Spiel integriert. Anno 1800 mit Mods, also jetzt müssen sie auch nie wieder eins veröffentlichen. Vor allem, was soll denn kommen? Das ist doch der Gag. Was wollen die nach Anno 1800 noch bringen? Die haben so viele Seasons gemacht mit so viel Kram und Implementierungen. Was soll ein Fort... Also, und es sieht ja immer noch super aus. Was soll eine Fortsetzung noch bringen? Dass das halt irgendwo Sinn macht. Jetzt hätten sie die Kapazitäten, wo sie Anno beiseite legen, zu sagen, okay, jetzt machen wir ein richtig geiles Siedler. Aber es war ja irgendwie so ein bisschen ausgelagert. Ein Zeugnis von Qualität, über so ein breites Portfolio an Games zu verfügen. Nein, also ich lerne bei jedem Seminar oder sonst irgendwas, wo es um YouTube und Social Media geht, du musst fokussiert sein auf maximal 1 bis 2 Genre. Alles andere überlastet die Leute. Du kannibalisierst dich halt immer weiter untereinander. Das ist ja auch das, was ich gesehen habe. Man spielt, ausgezeichnet. The Great War Western Front. Sehr gute Zuschauerzahlen. Aber es gibt noch einen letzten Signalstörer, der uns davon... Und dann spielst du, sag ich mal, wieder was anderes, was halt keine Strategie ist. Und hat sehr schlechte Zuschauerzahlen. Aber du hast halt Bock drauf. Wunder. Haben die Ocker da nicht einen ganzen Planeten in die Luft gejagt, um den Krieg zu beenden? Ja, nur eine Orbitalfestung hat überlebt. Bloodstar hat mich dort festgehalten. Mich gefoltert. Bevor sie mich nach Fort Sidus brachten, wo wir uns getroffen haben. Sie haben dich gefoltert? Das Projekt, an dem ich gerade arbeite... Die Gasmaske hat davon Wind bekommen und dachte, dass er mich mit ein paar Elektroschocks zum Reden bringen könnte. Aber ein Stein kann kein Blut spucken. Damals habe ich gesehen, was sie dort stationiert haben. Und ich kann dir sagen, dass Palemons Wunde ein Schrotthaufen des Bösen ist. Und dieser Ort ist ihr dritter Störsender. Genau. Aber ich lasse dich nicht allein gegen sie kämpfen. Mach dich fertig und bereite dich darauf vor, eine Weile unterwegs zu sein. Ich warte auf dich an der Wunde. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, insgesamt sieht bei mir immer die Statistik aus so wut, 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 wut. Außer bei Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy war das erste, sag ich mal, Third-Person-Action-Adventure-Spiel, was bei mir richtig gut lief.
Obwohl die normalerweise nicht so gut laufen. Aber wahrscheinlich auch, ich war sehr früh dran. Ein paar haben das nicht gespielt, wodurch die Leute sich natürlich einen anderen Kanal gesucht haben, wo sie es dann gucken können. Und ich habe halt sehr exzessiv gespielt. Und viele Videos pro Tag gemacht, mit sehr langen Folgen. Wie kann ein Spiel bei deinem Gaming-PC nicht gut laufen? Moment, welches Spiel soll nicht gut laufen? Es läuft doch alles gut. Hier haben wir auch fast durchgehend über 100 FPS. Beziehungsweise wenn wir draußen im All sind, 144 FPS. Weil darauf habe ich das gelockt, wegen dem 144 Hertz Monitor. Manchmal sind aber Spiele auch nicht so gut optimiert, dass du sie in 4K vernünftig spielen kannst. Nein, ich meine, was von den Zuschauerzahlen gut lief. Generell. Streamtechnisch, aber auch auf YouTube. Ist halt immer mal so, mal so. Diese Basis stellt eine Bedrohung dar. Ich sollte sie lieber ausschalten. So, das muss ich schaffen, ohne Hüllenschaden zu bekommen. Das brauche ich für den Elite-Abschluss. Alles schön auf Distanz erledigen. Ich würde mir wünschen, dass das nochmal ein Star Wars Spiel, also Weltraumspiel kommt. Das von EA, das Star Wars Game war richtig gut, ey. Richtig cooles Teil. Ja, der Markt ist, glaube ich, einfach zu klein dafür. Ich habe die 4090 eingebaut. Weil die 4080, als ich die geholt habe, die war mir zu schwach bei 4K bei manchen Titeln, die ich getestet habe. Und dann habe ich gedacht, komm, holst die 4090. Dann läuft alles, du musst dir keine Sorgen machen. Großartig für eine lange Zeit erstmal. Das wird schon alles funktionieren. Und so ist es bis jetzt auch. Nur ganz vereinzelt mal Titel, wo wirklich die Performance schlecht ist. Wo man dann halt nichts dran ändern kann. Ja, wenn schon, denn schon. Also würde ich das nicht für berufliche Geschichte benutzen. Ich hätte mir niemals eine Karte geholt. Ich habe es auch nur auf Rate geholt, obwohl ich das Geld zur Verfügung habe. Aber ich denke dann immer, mein Gott, dann zahlst du halt 10 Monate eine Rate ab lieber, wenn du das Geld auch schon hast. Wenn irgendwas Schlimmes ist, ist das dann halt so. Da hast du halt das Geld noch immer gesichert. Als Selbstständigkeit, also in der Selbstständigkeit kann immer mal was auf dich zukommen.
So, sehr schön. Aber die Herausforderung ist gemeistert. Zerstöre eine Outlaw-Basis an einem unbekannten Signal, ohne Höhenschaden zu erleiden. 10% Rabatt auf alle Ausrüstungsgegenstände bei dem fliegenden Holländer. Und eine neue Triebwerksfarbe. Seht alle her, ich habe dicke Eier. Triebwerksfarbe. Triebwerksfarbe. Seht meine Triebwerksfarbe. Wir geben immer das Geld anderer aus. Auch als Angestellter gibt's das Geld anderer aus. Es wechselt halt nur den Besitzer. Kann ich nur in der Station anpassen, meine Triebwerksfarbe. Und ich habe auch wieder Socken und Rahmen gefunden. Rückholung. Ach, da ist sogar wirklich ein Job. Raten haben immer einen blöden Beigeschmack, aber ich finde immer, wenn das eine 0% Finanzierung ist, so wie ich das halt gemacht habe, ist das Latten. Also ich zahle ja nicht mehr und ich kann jederzeit, wenn ich will, die Rate komplett veräußern. Giftige Sucht der Fracht transportiert. Also inzwischen sind ja auch Ratengeschichten selbst als Selbstständige eine super easy Geschichte geworden. Aber ja, man sollte nicht zu viele Raten haben. Ich habe nie mehr als 2. Danke für eine neue Fensterfarbe. Was auch die Gründe hat, du bist halt schnell in Problem. Gib mir die Credits. Ich habe ja der Abonnent, der mir damals das Bosch Kochgerät hier, also diesen Multikocher geschenkt hat, der ist in finanzielle Schieflage gekommen, weil das wusste ich ja nicht, dass der lauter Ratensacher, selbst dieser Bosch Kocher war auf Rate. Und da hat er mich gefragt, ob ich den zurückschicke, damit er die wieder zurückgeben kann. Wo er meint, ja, ist halt geschenkt damals. Dann habe ich den halt zurückgeschickt. Zu ihm, dass er den halt nach Bosch zurückgeben kann und einen Teil von dem Geld zurückbekommt. Weil er durch Ratenzahlung und so weiter in Schieflage geraten ist. Weil er irgendwann nicht mehr so viel Geld verdient hat über seine Arbeit. Wegen gesundheitlichen Problemen. Meine Steuersachen endlich erledigt habe für letztes Jahr dann jetzt. Dann gucke ich mal, dass ich eine neue Waschmaschine und Trockner kaufe. Sag mir, dass du über 30 bist, ohne dass du mir sagst, dass du über 30 bist. Ich brauche einen neuen Trockner. Eine neue Waschmaschine. Eine schöne. Mal Kredit zurückgezahlt. Aus 19.000 wurden 24.000 mit Zinsen. Ja, aber ich mache ja gar keine Abschlüsse mit Zinsen. Ich mache ja alles immer nur so Mini-Kredit, also Mini-Ratenkredite, wenn.
Ich habe mir erst vor einem Monat einen neuen Trockner und Waschmaschine gekauft. Ein Hoch auf die EU dabei, oder? Die Einführung des Rücknahmegesetzes für Elektrogeräte. Die sind ja verpflichtet, die Waschmaschine und die, also die Altgeräte einzusammeln und mitzunehmen bei der Lieferung. Super geil. Seitdem denke ich auch erst nach darüber, dass ich mir ein neues Gerät hole, weil vorher habe ich immer gedacht, ja drauf ist ja richtig scheiße, wenn ich ein neues Gerät kaufe, was mache ich mit den Schrotthaufen da? Den kriege ich ja gar nicht in mein kleines Auto rein. Egal wie alt, das ist egal. Die sind inzwischen, damals war es ja, sag ich mal, Serviceleistungen, haben die das ja immer zusätzlich gerne verkauft. Aber inzwischen ist das so, die sind dazu verpflichtet, das alte Gerät mitzunehmen, wenn du das wünschst. Und zu entsorgen. Das ist wirklich super Hammer. Ist auch schon wieder so eine Aussage. Woran man merkt, dass ich alt bin. Weil ich habe über meinen Trockner, meine Waschmaschine hat keinerlei Daten. Keine Betriebsanleitung, gar nichts. Und das sind halt einfach irgendwelche Billiggeräte. Die bestimmt schon 20 Jahre alt sind. Sie laufen, aber irgendwann habe ich hier alles unter Wasser. Vor allem kriege ich nicht mehr die ganzen Haare raus aus den Geräten. Jetzt, wenn ich da alles aufmache und sauber mache, also nicht von mir die Haare, sondern vom Hund. Das hat Überhand genommen. Ich brauch neue Geräte. Die sind verpestet durch Hundehaare. Die schleppen das hoch in die Wohnung, schließen an, lassen das Test laufen und nehmen den alten Scheiß mit. Ich muss nur darauf achten, dass wenn ich welche kaufe, dass ich die wieder aufeinander stellen kann. Also Trockner und Waschmaschine. Ich weiß, es gibt Waschtrockner, aber mir wurde davon in mehreren Gesprächen abgeraten, von den Kombigeräten. Da ist auch schon wieder einer. Waschtrockner sollte man kaufen, wenn es keine Alternative gibt oder nicht anders geht. Kanwar. Die Sache ist, was für ein Trockner du hast. Ich glaube, mein Trockner jetzt hat eine sehr schlechte Energiebilanz. Thank you.
Oh, hier war auch eine Energiehalterung. Okay. Hatte ich die Herausforderung? Ja. Zerstöre alle Panzerplatten eines Bloodstar-Aufsehers. Einen Outlaw-Drohnenträger zerstören ohne... Nimm das, Bomber. Da ist ein Energiekern. Erinnert mich ein bisschen an Freelancers Game. Ja. Wir wurden vorhin noch einmal ganz kurz Freelancer genannt. Schießt hier jetzt einfach durch das Ding durch. Ah ne, ich muss das Ding aufmachen. Also muss irgendwo noch eine Energiezelle sein. Ach, da ist sogar schon ein Spiegel. Ja. Irgendwo wird jetzt noch so ein Spiegelelement sein, was ich benutzen kann. Frage ist nur wo. Ich denke mal nicht, dass ich die Trümmer dafür benutzen sollte.
Das ist ein LP? Ja, es wird ein LP. Ich möchte gerne das Spiel komplett spielen. Bei Space Game. Space Game, gut. Weltraumspiel, gut. Imperator mag Weltraum. Da gibt's keinen Krach. Ich habe inzwischen Bolzen komplett durch. Danke, Edstoff, für das Verschenken von dem Sub. Dankeschön. Der vierte Akt bringt das Game zwar zum Ende, zum guten Abschluss, aber es ist schlechter als die anderen drei. Naja, was so. Muss man nicht einfach schon froh sein, dass es den Akt überhaupt gibt? Hatte ich nicht gerade auch einen Bohrer hier gesehen? Da ist das Reflexionsteil. Der Planet da hinten, da fliegen wir gleich noch hin. Der hat mit unserer aktuellen Mission zu tun. Als hätte ich hier alles gefunden. Jo. Deaktiviert feindliche Waffen in einem Radius von 700 Metern. Kapazität schlechter, alles mögliche schlechter. Railgun erreiche Stufe 8. Also unser Level zu niedrig für gerade. Entfernt die meisten negativen Zustände. Streukanone. Kannst du aber auch erstmal zerlegen. Dann weiter. Wir werden aber in knapp einer halben Stunde nochmal eine Pinkelpause machen. Auch vor dem Hinblick, dass ich was zu essen will. Ein großer Container mit einem fortschrittlichen Verriegelungsmechanismus, der üblicherweise für den Transport von Handelsgütern aller Art verwendet wird.
Ach so, den muss ich zur Station zurückbringen. Nein, Essen wird nicht überbewertet. Essen ist wichtig für Leben. Palmeon Wunder, das müsste eigentlich draufstehen. Der Bergplanet Palemon war die Hauptquelle der kolonialen Flotte für Atheum-Kristalle, die zum Waffenbau verwendet wurden. Er war auch der Schauplatz des schlimmsten Massakers an der Zivilbevölkerung während des Krieges zwischen Ocker und Kolonisten. Als ein Angriffstrupp der Ocker große Mengen des bereits verarbeiteten und den Tresorräumen der Kolonisten gelagerten Atheums entzündeten und damit den halben Planeten in die Luft jagten. Dieser Vorfall markierte das Ende des Krieges und die Geburtsstunde des fragilen Konstrukts der DMZ. Die hängen ineinander. Weil sie verliebt sind. Das ist ein Outlaw-Zerstörer. So, die Stufenbegrenzung erhöhen, entfernen kann ich den wahrscheinlich auf Stufe 8 benutzen. Ja, sieht nach Spaß aus. Das war bei Zerstörer mit der Herausforderung. Wir werden noch mehrere Zerstörer finden. Eines Bloodstars Aufsehers.
Ich glaube, wir haben Platz der Aufseher noch gar nicht gesehen. Muss mein Ulti benutzen, auch wenn der hässlich ist. Na, ich muss erst die Jäger weg haben. Sonst kann ich mich nicht kümmern um die. Was auch immer mich hier beschießt. Ja, nur endlich mal ein paar Bomben auffangen von dem. Damit ich die zurückschleudern kann. Ich bin nur mit der Rakete geflogen. Gleich mein Kollege den kaputt schießt, während ich hier versuche, den Special, also beziehungsweise die Herausforderung zu machen, den nur mit Fassbomben zu töten, dann hackt's aber. Ich wusste es, ey.
aus Pieps macht mich noch wahnsinnig. Also weil irgendwo ist noch ein Raketen-Ding, aber ich sehe das, ich find's nicht. Kein Freiraum mehr. Moment, was ist das? Energieschild. Errichte einen Schild, der 8 Sekunden dauert und Schaden in Höhe von 60% der maximalen, ja, Trefferpunkte. Das ist gut, das Ding ist tick besser. Für 0,01 Kilometer Ressourcenscan-Bonus. Ne, komm. So, jetzt habe ich Blotster Raubzug Z33. Booster erhöhen den Schaden von Blotster Waffen um 25%. Wie ist das Spiel mit Version 1.0? Super! Ja, die Raygun hat ganz viel Reichweite, ich weiß. Das heißt noch lange nicht, dass ich eine Raygun benutzen muss. Das ist so eine Geschmacksfrage, mit welchen Waffen man arbeitet. Richtig, das Spiel war vorher auch schon super. Aber ich quäl mich, also... Nur für dich spiele ich das Spiel. Also, ne? Du musst es nicht kaufen oder so. Ich mach das schon. Aber der Repeater, das ist eine Flakgun. Also Streukanone. 650 Meter ist halt schrecklich. So nah ranzugehen. Eigentlich ist die Coilgun mir die angenehmste. Da muss man auch nicht vernünftig. Da muss man auch nicht zielen. Eden im ganzen System sichtbar. Wir beeilen uns. Nee, Flakgun macht halt schon Sinn. Wenn du halt auf Tuchfüllung gehst mit dem Gegner. Aber ich versuche eigentlich den Gegner auf Distanz schon zu töten, damit ich halt nicht in Probleme gerate. Ich muss noch ganz viel Kram einsammeln. Ja, die Raygun hat dafür aber sehr viel Energieverbrauch. Keine Sorge, ich werde zwischendurch mal Waffen durchwechseln. Wir werden definitiv auch irgendwann mit der Raygun arbeiten.
muss kurz warten, dass die Biomasse verschwindet. Wodurch auch immer im luftleeren Raum. Wieder verschwindet die gar nicht. Ich komme dennoch dran. Die Amis haben schon Railguns. Naja, das Prinzip der Railgun ist ja auch jetzt nichts technologisch Krasses, aber es braucht halt sehr viel Energie und das ist die Problematik einer Railgun. Neue Herausforderung, fortschrittliche Kriegsführung. Zerstöre eine Rakete mit einer Flak. Zerstöre einen Gegner, der von drei oder mehr negativen Zuständen betroffen ist. Zerstöre fünf Feinde innerhalb von 5 Sekunden. Zerstöre mit einer Mine 2 Drohnen auf einmal. Genau wegen sowas muss ich dann durchwechseln. Es ist an der Zeit, uns einen Hive zu suchen. Ich überprüfe die KI-Einheiten dieser Schiffe. Und ich halte Ausschau nach Neuankömmlingen. Je länger wir trödeln, desto mehr Ärger droht uns. Irgendwas an diesem Ort kommt mir seltsam bekannt vor. Du bist bestimmt gestorben in dieser Schlacht hier. So viel Arbeit, nur ein paar. Sieht aus, als hätten sich die Hive-Einheiten zusammen mit ihren Schiffen selbst zerstört. Ja, die Flotte war schon immer knauserig, wenn es um ihre Hive-Technologien ging. Sie haben nicht mal mir eine gegeben. Irgendwas an diesem Ort fühlt sich furchtbar falsch an. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Bürgermeister aus Australien hat ChatGPT verklagt. Wozu? Ist keine juristische oder reale Person. Du kannst ChatGPT nicht verklagen. Verdammt. Uns läuft die Zeit davon. Es gibt hier einen. Ich weiß es.
Wie hat er mich erkannt? Es ist die Gasmaske. Niemand, der jemals diesen Ort gefunden hat, hat ihn lebend verlassen. Ist das so? Siehst du all die zerstörten Jäger? An einigen von ihnen hängen noch die Piloten. Hey, lass mich in Ruhe! Was ist daran unfair? Ja, wir haben ihn. Tja, der Bastard hat es verdient. Ich sag's dir ungern, Adam, aber das war reine Zeitverschwendung. Hier gibt es keinen Half. Das ist eine verfluchte Sackgasse. Du irrst dich, hier gibt's bestimmt einen Half irgendwo. Stärke im Tod. Jedes Mal, wenn ein Feind zerstört wird, erhalten alle anderen anwesenden Feinde plus 5% Geschwindigkeit, Schilde, Panzerung und Schiffshülle. Achso. Zeigt nach Aktivierung ein Hochrisikogebiet. Stich, es gibt einen. Das ist sowas wie ein Rift. Und er ist gleich da drüben. Und woher weißt du das auf einmal? Du wirst schon sehen. Halt mit einer speziellen Herausforderung. Gasmaske gesagt hat, dass niemand diesen Ort jemals lebend verlassen hat, fiel es mir endlich ein. Denn bei mir stimmte es auf jeden Fall. Verdammt, bist du das da drin? Ja, Outlaws haben meine Triebwerke zerstört. Sie haben mein Schiff geplündert, aber mich nicht getötet. Ich musste warten, bis mir der Sauerstoff ausging. Mann, das tut mir leid. Lass uns das Ding durchsuchen und nie wieder zurückkommen. Das ist die Hive-Einheit. Hey, er ist noch aktiv. Hive, Kumpel, kannst du mich hören? Hier spricht Matschlepp in ihren 6 Meilen Wulchaks. Klingt kaputt. Genitive Annahmen, Madadam in Ewigkeit. Vielleicht ist es nur das Sprachmodul. Er kann vielleicht immer noch das Sprungtor überbrücken. Okay, treffen wir uns dort, damit wir es ausprobieren können. Gut gemacht. Ich bin zu langsam. Weil ich keine deutsche Sprache kann.
habe nicht auf die Zeit geachtet. Ich wollte ihn losschmeißen noch für die letzten Meter, aber ich glaube, ich war trotzdem ein bisschen zu langsam. Ein Umbra. Blaster. Union Eclipse. Das Wechseln von Primärwaffe erhöht deren Schaden für 5 Sekunden. So, den können wir wieder kombinieren. Danke, Keeper MK, fürs Folgen. Trifft Dax beim Sprungtor. Aber es gibt doch noch so viel zu entdecken. Triffst du dich danach mit diesem Freund von dir, richtig? Ja, Maddox. Wir sind in einer Rahmenbar auf der Prescott-Sternbasis verabredet. Dax, diese Leiche, die wir gerade gefunden haben, als ich sie gesehen habe, es fühlte sich an, als wäre ich immer noch da drin. Ich erinnere mich an so viele Tode, es ist fast so, als hätte ich gar kein Leben gehabt. Ich verstehe, was du meinst. Hinterland. Das Gebiet von Uranus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es für jemanden wie dich sein muss, der schon mehrere Leben lang im Krieg ist. Aber ich glaube, ich weiß, was du denkst. Ja? Ja, du denkst, so kann es nicht enden. Das kann es nicht. Wuff, der Walzer entrischt und die Ladezeichen knistern. Hoffen wir für uns beide, dass dieser Half wirklich funktioniert. Beseitige alle Anemonen. Wo lebst du denn? Anemone. Dr. Proof, das Unbekannte in den unendlichen Weiten des Weltraums erforschen. Ein Traum. Brüder? Kleiner Fingerschwur?
sind nur die Outlaw-Späher. Die sind uninteressant für mich. Ach, was ein Segen. Ach, mit einer so einer kleinen Rakete baust du das ganze Ding sofort ab. Nicht ganz. Was haben die Anemonen mir denn getan, dass ich die töten muss, alle? Gar nichts. Das sind Space-Pflanzen. Eine neue Mainframe-Komponente. Perfekt. Schön. Ist immer noch einer. Ach, als wenn man nichts anderes zu tun hätte. Raus. Sorry Leute, die KI wird uns alle ersetzen und vernichten. In jedem Bereich. Die werden einfach schnell lernen und werden dann Sachen besser machen können als andere. Spieleredakteure werden einfach überflüssig. Questschreiber werden überflüssig. Viele Sachen, die mit Schreiben und Kreativität zu tun haben, werden überflüssig. Wenn man einfach die KI auf einen Datensatz von 8000 Millionen Jahren zurückgreift und einfach bessere Literatur schreibt, als jeder Mensch es kann. Wir konsumieren nur noch. Es gibt nur noch Menschen, die die KI warten. Die KI wird natürlich alle Let's Player und Streamer ersetzen und sie wird auch viele andere Sachen ersetzen. Weil die Leute lieber einer KI-generierten Anime-Figur mit hüpfenden Titten zuschauen, anstatt einem echten Menschen. Das ist genauso wie der Radio 5000, der die Radiomoderatoren bei den Simpsons ersetzt hat. Du kannst ja mit AI ein paar Titten generieren. Das ist eine sehr gute Idee, das sollten wir weiterverfolgen in Zukunft. Das sieht nicht gut aus. Irgendwie schon 10-mal Sensoren eingesammelt, die ein höheres Level haben als ich habe. Gefühlt. Feinde in Reichweite.
Hä? Hoffentlich ist der Einsprung in das, Also die Annäherungsmine hat mich getötet. Der hat nur was abgeworfen, bevor ich... So, schließe 10 lokale Herausforderungen an. 3 Notsignale, besuche alle Regionen des Theto-Systems. Unternehmen sind am Überlegen, ganze Abteilungen durch KI zu ersetzen. Viel Glück! Wen schreibt man dann an, wenn er Scheiße baut? Schreien Sie 5 Stunden den ChatGPT-Weinbot an. Er reagiert wie ein echter Angestellter. Entlassen Sie ihn immer aufs Neue. Löschen Sie ein Gedächtnis und entlassen Sie ihn wieder. Ja, ich sehe dich. Gut, das Schild hat mich gerettet. Nein, ich werde festgehalten. Verdammt sei der Erfinder dieser Dinger. Jetzt kommt der Elite schon. So viel dazu. Mit dem Alter kommt die Gelassenheit. Thank you.
Ja, bist langsam mal fertig mit dem Einbauen. Meine Schilde sind auch nicht mehr die geilsten. Ich wurde entdeckt. Die Panzerung ist weg. Ich bin völlig ungeschützt. Sei der Erfinder dieser Dinger. Woher kommen diese Drohnen plötzlich? Ich kämpfe ja nur gegen diese Mad Cats. Oder Mad Dogs, so wie sie heißen. Mad Cap. Ah. Okay, drauf geschissen erstmal an der Stelle. Mein Schild ist zu schlecht.